Hallo Leute, boah, wir sind gerade alle voll im Eimer. Und zwar habe ich eine neue Wohnung gefunden und wir haben da jetzt schon ein bisschen was reingeräumt, aber ich wollte sie euch trotzdem eben zeigen, damit ihr sie dann einmal im leeren Zustand seht und einmal, wenn sie eingeräumt ist. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Also hier ist die Eingangstür, da kommt man rein und ich glaube, meine Kamera ist ein bisschen beschlagen. Ah. So, und dann ist hier die Küche. So, da vorne, da stehen jetzt halt die ganzen Sachen drin. Da vorne ist der Kühlschrank und so. Dann ist hier halt Einbauküche drin. Und ein Esstisch steht hier. Dann ist da das Fenster. Und da ist dann halt eine Spülmaschine, da kommt noch eine Waschmaschine hin. Und so sieht jetzt quasi vorher die Küche aus. Und dann gehen wir mal weiter, wieder hier in Flur, Eingangstür. Dann habe ich hier eine Tür und da ist ein Klo. So, dann ist hier der Flur. Da steht jetzt erstmal ein Spiegel. Hi. So, und dann geht hier der Flur weiter. Da stehen zwei Vivians rum. Und dann ist hier mein Badezimmer. Ja, das ist sehr klein, aber ich finde es irgendwie voll cool und voll süß, dass das so getrennt ist. Und da, ich weiß auch nicht, hier so. Hi! Hier so Waschbecken mit Spiegel. Und dann ist hier Oh, eine schön. kleine Dusche mit Schräge und Fenster da drin. Also voll süß. Dann ist da die Vivian. So, und dann geht es hier ins Schlafzimmer. Da ist hier so eine kleine Ecke, wo ich meinen Schreibtisch wahrscheinlich hinstelle mit Fenster. Und dann geht es hier rum. Hinter der Tür. So. Und hier ist dann wieder diese Ecke auf der anderen Seite. Und hier stelle ich dann wahrscheinlich so, ich gehe mal weiter nach hinten, in diese Nische da, also da so das Bett hin. Und ja, aber das werdet ihr ja alles sehen. Und jetzt, hi, gehen wir noch ins Wohnzimmer. Das wäre das mit dem Besen. Und zwar sieht es so aus, dass es jetzt hinter der Tür, hier ist so ein kleiner Absatz. Dann kommt wahrscheinlich hier so ein Fernseher und so hin. Und hier eine Eckcouch. Und ich habe mir überlegt, weiß noch nicht, ob ich das mache, aber weil ich den Kleiderschrank nicht ins Schlafzimmer haben will, weil mir das irgendwie zu klein da ist für einen Kleiderschrank, wollte ich wahrscheinlich hier so einen kleinen Schrank hinstellen und hier und in die Mitte das mit einer Kleiderstange verbinden. Aber das muss ich mir halt nochmal überlegen, weil das halt im Wohnzimmer ist und ja, mal sehen. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Einblick bekommen in meine leere Wohnung. Und dann werde ich euch, glaube ich, von jedem Zimmer einzeln dann so eine Roomtour machen, wenn ihr das wollt und wenn ich dann irgendwann mal fertig bin. Und wenn ihr irgendwie noch Ideen oder Inspirationen oder so habt, dann sagt mir das gerne. Und ansonsten freue ich mich ultra. Also echt, ich freue mich so mega auf diese Wohnung. Die ist so schön und so groß und so, ha, toll. Ja, dann melde ich mich erstmal voll verschwitzt zurück. Würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!